Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. In der letzten Folge haben wir die Ersatzpostkatzen kennengelernt, beziehungsweise den reizenden Postbot, der ein Faible, beziehungsweise nahezu eine Obsession für Knickerfolie hat. Und wir haben ihn darauf jetzt auch scharf gemacht. Mal schauen, was damit passiert ist. Vielleicht kommen wir so an den Tresor. Ja. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Ich muss eine Sache mal kurz machen, wenn ich das darf überhaupt. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Die armen Dinger. Dass sie zumindest normal sind. Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. So. Sehen zwar auch noch etwas unglücklich aus, aber okay. Eine Ersatzkatzenschublade. Kriegen wir welche? Vielleicht? Oh, eine Ersatzkatze. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Na, immerhin. Eine für sofort und eine für unterwegs. Hat er sich jetzt zwei Kätzchen eingesteckt? Oh. So, können wir in den Tresor? Komm. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Oh. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Ah. Jetzt stehst du davor, Rufus. Wie sollen wir das eingeben? Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt, sonst wäre ich. Ich schreibe mir das kurz auf. Dreihundertsechzig, 116, 245 und 489. Okay. Okay. Na, dann können es ja vielleicht höchstens so die ersten Stellen sein. Das heißt 3. 1. 2. Und die 4. Das war wohl falsch. Okay. Dann probieren wir mal die mittlere Stelle. Das wäre die 6. Die 1. Die 4. Und die 8. Wieder falsch. Okay. Die hintere bringt nichts, weil wir ha haben ja keine Null auf der Tastatur. Können wir ja noch das nochmal angucken? Ach, verflucht, ich bin ja auch doof. Man sollte es schon richtig abschreiben. Oder steht ja nicht. Steht 1, 3, 2 und 3. Ah, kann das sein, die erste Ziffer, dann die dritte Ziffer, dann die zweite Ziffer und dann wieder die dritte Ziffer? Ob es einen Zusammenhang bestimmt, sonst wäre ich. Ob es einen Ja. Zusammenhang bestimmt, sonst wäre ich. Also erst die erste Ziffer, das heißt die 3. Dann war das die zweite Ziffer, die 1. Nee, gar nicht wahr, die dritte Ziffer, das heißt die 6. Dann die zweite Ziffer, also die 4. Und dann nochmal die dritte Ziffer, die 9. Haha, Ah. Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Ja.
Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Können wir das Funkgerät benutzen? Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Was ist das denn? Weder Mikro? Muss ich mich denn um alles selber... Scheinbar. Okay. Er hat ja diesen schönen Hinweis gegeben mit einem Kätzchen, ob das ein Kätzchen geschrieben hätte. Hehe, Katze auf der Tastatur. Ich wette, Ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Na, wer weiß. Können wir das noch ein bisschen beschleunigen? Nein, können wir nicht. Wie süß sie schnurrt. Wir haben ja noch ein zweites Gerät. Na, willst du auch mal? Nächster bitte! Süß, aber nur eine Taste für vier Pfoten scheint mir doch enorm ineffektiv zu sein. Okay. Dann haben wir vielleicht... Sie würde ihn und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Okay. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Das ist elfengleiche Stimmlein. Nächster bitte! Nächster bitte! Oh Gott! Nächster bitte! Nächster bitte! So langsam kommt er ins Schwitzen. Hey, huhu, hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben, so langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, ist bei mir der Sack zu. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es wahr, was man über dich sagt. Wieso leider? Na gut, so. Okay. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Wir brauchen noch eine dritte Stelle, wo man funken kann. Die Frage ist nur, wo sie ist. Nächster bitte. Ah, die Notrufzentrale. Können wir da ein Kätzchen hinsetzen? Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, gemächlich läuft er dahin. Oder wo gibt's denn sonst noch eine Funkstation? Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse Telefonieren. Wir brauchen den Papageien, oder? Können wir jetzt den Espresso vielleicht? Hey, du! Aufwachen! Ah. Geh doch, Schnarchschnabel. Na dann, der kann doch mit ihm reden. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Würmer? Potz! Donner, wo sind Sie denn? Werden Sie gefangen gehalten? Ich habe einen Lippenstift gefunden. Wer wirft denn sowas weg? Was? Tut mir leid. Ich habe für so einen Unfug keine Zeit. Da draußen läuft ein Irrer rum, der mehrere Brände und Explosionen verursacht hat. Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Vielleicht braucht er erstmal das richtige
Input der Papageier. Wer wäre da besser als unsere liebe Ex-Freundin? Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Die Frage ist, können wir ihn dann einfach wieder mitnehmen? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, hallo, Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Sagt sie noch etwas, wenn wir reinkommen? Und mit der Angel hat Rufus dann das arme Lamm in das Becken mit den... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Was kriegt der denn für böse Geschichten zu hören? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen. Nur warte, wir reden... Okay, das kennen wir schon. Können wir ihn wieder mitnehmen? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen! So, dann hat er jetzt was zum Erzählen, der gute Vogel. Na. Muss ich es nochmal auswählen. Bin mal gespannt, wofür wir das Kätzchen noch brauchen. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Erzählt er noch was? Na, ob das so eine gute... Was wissen Sie noch? Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Das kennen wir ja schon. Mal gucken, was der Telefonist macht. Alleine schon die Stimme von Lotti wird mir ausreichen. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus dichtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Erntemaschine mit... Ich glaube, wir können den Kopfhörer mitnehmen. Er ist völlig fertig mit den Nerven. So, jetzt können wir einen Funkspruch absetzen. Fehlt nur noch das Mikro. Ach so, das Mikro haben wir ja schon eingesammelt. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus. Junk fly hazard in the northern quadrant.
caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist die größte... Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Ja. Cletus, im Gegensatz zu Rufus, ist auf eine sehr unangenehme Art so eklig vom Charakter her. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Ja, das kommt richtig zur Geltung. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Rufus der Stecher. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Cletus Ende. Moment noch, ich... Cletus? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ja, mal gucken. Wir können jetzt als erstes mal mit Goal sprechen, würde ich mal so sagen. Das sieht doch nicht wirklich so aus, als wäre sie noch da.
Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Illusianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Illusianerin gefunden? Wenzel hat die Illusianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Illusianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo! Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Okay. Ja. Ob wir aus dieser Zelle rauskommen und ob wir Goal retten können, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.